Es gibt für die Textverarbeitung viele praktische Tastenkombinationen, die auch in Minecraft prima funktionieren. Manchmal muss man dafür einen Text markieren. Dafür hält man einfach die Shift-Taste gedrückt und bewegt den Cursor mit den Pfeiltasten. Bei langen Texten kann das jedoch sehr schnell ewig dauern. Deshalb kann man das Markieren beschleunigen, indem man zusätzlich zu Shift noch die Steuerungstaste drückt. Dann wird bei jedem Druck der Pfeiltasten der Text bis zum nächsten Leerzeichen markiert. Drückt man Steuerung und die Pfeiltasten ohne Shift, kann man auch ohne Markieren schnell durch einen Text fahren. Es geht sogar noch schneller. Mit Pose 1 gelangen wir in einem Command-Block zum Anfang und mit Ende zum Ende des Textes. Möchten wir den gesamten Text markieren, können wir Steuerung A drücken. Mit Shift und Pose 1 markieren wir alles vom Cursor bis zum Anfang und mit Shift und Ende alles vom Cursor bis zum Ende. Mit Steuerung C können wir den markierten Text kopieren und mit Steuerung V an der Stelle des Cursors wieder einfügen. Drückt man statt Steuerung C Steuerung X, wird der markierte Text direkt ausgeschnitten und dort, wo wir mit Steuerung V drücken, wieder eingefügt. Auch beim Löschen von Zeichen kann man sich mit Tastenkombinationen weiterhelfen. Das Zeichen links neben dem Cursor kann man klassisch mit der Backspace-Taste löschen. Möchte man das Zeichen rechts vom Cursor löschen, drückt man stattdessen Entfernen. Ganze Wörter kann man löschen, indem man zu Backspace oder Entfernen die Steuerungstaste drückt.